Der Bischof Hunder, der Bischof von Chur, Wendelland in Chur, der kommt vielleicht bis zuletzt noch fast ins Gefängnis. Er hat über die Homosexualität auch gesprochen. Es ging halt da um das Sakrament der Ehe. Und er hat natürlich andere, heute sagt man, die Homosexuellen zusammen oder Lesbisch zusammen sei auch eine, wollen sie auch ehemäßig, was ja schon gemacht wird. Und da musste er natürlich auch antworten. Und Diana, er nahm dann aus dem Buche Levitikus, also aus dem Alten Testament, nahm er einen Satz, wo da drin steht: Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tode bestraft. Naja, das könnte man jetzt auslegen, wie man will. Man könnte jetzt sagen, der Tod ist dann, wenn er gestorben ist, wird er bestraft. Aber das ist das Alte Testament. Schaut mal, man sagt immer, das Alte Testament sei so furchtbar grob und mit Tod und Steinigen gewesen. Aber vergesst nicht, diese Israeliten, die hatten so viele außerordentliche Macht und Zeichen Gottes gesehen, mit den Wacheln, die runterfielen, mit dem Manna, das runterfiel, mit dem Wasser, das aus dem Felsen kam, das Meer, das sich geteilt hat. Und da immer noch sind sie umgefallen. Da braucht es einfach noch mal ein klarer Entscheid, so und nicht anders. Und das Volk war auch sehr halsstarrig, unbeschnitten und Herz und Ohren. Und da war auch noch nicht der Heiland da, der dann das alles, das war das Alte Testament. Aber trotzdem schaut, er sagt, also der ist, wenn es das so aufzufassen ist, er ist des Todes, sie müssen getötet werden, dann könnte man sagen, was hat der Heiland gemacht? Das ist das Neue Testament. Die Magdalena. Sie war besessen von 7 Teufeln. Also die waren schuld, nicht die Frau. Oder nehmen wir, weil es da um die Ehe geht, nehmen wir mal die Ehebrecherin. Sagte der Heiland. Wer ohne Sünde ist, werf auf sie den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, und er bückte sie und schrieb in den Boden. Und was hat er geschrieben? Da steht ihm nicht drin. Jeder, die vordersten Pharisäer Dinge, hatte die Sünde aufgeschrieben, die größte, auf dem Boden. Darum ging einer nach dem anderen beschämt weg. Und zuletzt blieb noch die Ehebrecherin. Der Heiland fragt, hat dich niemand? Also, wie sagt man, gerichtet? Die Frau sagt, nein, Herr. Gut, damit auch dich nicht richten. Geh hin und jetzt kommt's. Sündige nicht mehr. Also ist das eine Sünde? Das Ehebrechen. Denn er sagt den Sündigen nicht. Aber das ist das Neue Testament. Es bleibt die Sünde, es ist eine Sünde. Entweder kann er hier auf Erden das gut machen vor Gott, oder dann nach dem Tode, wobei er dann nicht verloren sein muss, sondern gereinigt wird.
denn vor das allerheiligste Antlitz Gottes kann niemand treten, wenn nur ein Stäubchen nicht rein ist. Wenn man nicht absolut rein ist. Aber man kann dir auf Erden schon vieles gut machen. Man kann schon auf Erden, wenn man Schweres vielleicht hat, durchmacht, das kann man auch Gott bitten, nimm das an für mein Elend, wo ich hatte, oder für Verfehlungen, oder als quasi Buße oder Bezahlung fürs Unrechte. Und nun haben die Lobby der Homosexuellen Strafanzeige eingegeben an Staatsanwalt. Und er könnte unter Umständen bis zu 3 Jahren könnte ins Gefängnis kommen, Bischof. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, dann müssen wir halt die Bibel geht nicht nach dem Staatsgesetz der Schweiz. Ja, einen Moment. Wer ist denn eigentlich der Gesetzgeber, der Oberste? Der Staat oder Gott? Und wenn natürlich so viele nicht mehr an Gott glauben, dann sollen sie nicht glauben, sie werden es ja erfahren nach dem Sterben. Mein Gott, welch eine Entsetzen!